Hier ist für uns einmal aus Bayreuth Dominik Hopp. Hätte nicht gedacht, dass man euch so schön erpressen kann. Aber zur Belohnung gibt es jetzt da noch ein bisschen Blödsinn. Und ohne sehr große Vorrede, der folgende Text trägt den kryptischen Titel, wenn der Tüten tragen könnte, das wäre praktisch, der trägt den Titel Armorakia Rusticana und warum das findet ihr noch raus. Feuer, Wasser, Erde, Luft vereinen sich zu einem Duft, der dich wie ein scharfes Schwert ganz von Kopf bis Fuß durchfährt. Der dich läutert und kuriert, hast du ihn erst inhaliert. Jedoch musst du kräftig reiben, um den Duft herauszutreiben und die Kräfte zu erwecken, die in meiner Wurzel stecken. Es ist wieder soweit. Die Nase tropft, die Gedanken sind vernebelt, die Glieder schwer. Diagnose: Erkältung. Oder wie der Mediziner sagt, akute Infektion der oberen Atemwege. Die üblichen Kampfmittel, nämlich Kräutertee, Eukalyptusöl und Ingwer, haben versagt. Zeit, sich an eine höhere Macht zu wenden. Die zwei nötigen Utensilien für das Ritual liegen bereit. In der einen Hand halte ich die Reibe, in der anderen die phallusähnliche Wurzel. Mit rhythmischer Regelmäßigkeit lasse ich das pflanzliche Speicherorgan auf dem Edelstahlblech hin und her fahren und während sich feine längliche Späne auf dem untergelegten Teller sammeln, spüre ich bereits die heilende Wirkung der ausströmenden Isothiocyanate. Ah, mehre dich. Gemüse, Gewürz und Medizin in einem, du Wunderding, du Tausendsassa. Mehre dich ist der Chuck Norris unter den Gemüsen. Meerrettich zieht keine Nährstoffe aus dem Boden. Der Boden schenkt sie ihm als Tribut. Meerrettich braucht kein Licht für die Photosynthese. Wasser und CO2 haben so viel Angst vor ihm, dass sie sich einfach von selbst zu Zucker verbinden. Ich bin überzeugt, dass viel mehr Menschen Vegetarier wären, wenn man in vegetarischen Gerichten öfters mal Meerrettich verwenden würde und nicht immer Zucchini und Auberginen. Die Schwachstelle vegetarischer Gerichte ist nämlich nicht Tofu, auch wenn ein weit verbreiteter Irrglaube und Michel Jakob das behaupten. Tofu lässt sich durchaus schmackhaft zubereiten. Das gleiche gilt jedoch nicht für Zucchini und Aubergine. Wie konnten solche Früchte denn Einzug in die Kochkultur halten? Ich stelle mir das so vor. Während einer langen Hungersnot kommt Hobbygärtner Bertram zur Dorfversammlung und verkündet: Ja, wie ihr wisst, sind Getreide und Kartoffeln dieses Jahr wieder nichts geworden, aber ich habe mal ein wenig herumgezüchtet und dabei ist erstens eine Mischung aus Kürbis und Gurke herausgekommen. Nur, dass die weder nach Kürbis noch nach Gurke schmeckt, sondern nur ein bisschen bitter. Und zweitens eine Mischung aus Gurke und Tomate, aber die schmeckt nicht mal bitter, sondern nach gar nichts und wird bei der Zubereitung ekelhaft matschig. Ja, ich weiß, ich find's auch nicht toll, aber wenigstens können wir damit überleben. Dann meldet sich die Hildegard und sagt: Na gut, dann machen wir das so. Aber damit kommende Generationen unser Leid ein wenig teilen, sollten wir unseren Nachkommen eintrichtern, dass diese Dinger unbedingt an jedes vegetarische Gericht gehören. Und jetzt müssen wir den Mist ausbaden. Aber ich schweife ab, schließlich geht's hier um Meerrettich. Wenn Meerrettich der Präsident der USA wäre, dann könnte er Mexiko wirklich dazu bringen, für eine Grenzmauer zu zahlen. Aber das müsste er gar nicht, weil er America Great Again machen könnte, ohne Feindbilder zu zementieren und falsche Versprechungen zu machen. Und wenn Meerrettich eine deutsche Partei wäre, dann könnte er ins Parlament einziehen und allein die Regierung bilden. Und zwar egal, ob er die 5%-Hürde überschritten hat oder nicht. Und egal, ob gerade Wahljahr ist oder nicht. Wenn Meerrettich regieren würde, dann könnte er das bedingungslose Grundeinkommen einführen und niemanden käme in den Sinn zu fragen: Na, wer soll das denn finanzieren? Nebenbei bemerkt, warum stellt die Frage eigentlich niemand, wenn es um Aufrüstung oder Subventionen für umweltschädliche Industriezweige geht? Da scheint man davon auszugehen, dass das Geld ohne größere Probleme von irgendwo herkommt. Apropos Geld. Einem Volksglauben nach soll der Geldbeutel niemals leer werden, wenn man eine Meerrettichscheibe darin aufbewahrt. Meerrettich hat's einfach drauf. Man kann ihn medizinisch innerlich und äußerlich anwenden. Er wirkt durchblutungsfördernd, kreislaufanregend, husten- und schleimlösend, schmerzlindernd, unterstützt die Verdauung, wirkt antibakteriell und antiviral und hilft bei Harnwegsinfektionen.
Nehmt das, ihr Chiasamen, Goji-Bären, Avocados und wie ihr möchte gern Super-Lebensmittel noch alle heißt. Ihr seid alle nur Blender. Es gibt nur ein Super-Lebensmittel und das heißt Armorakia rusticana, Horseradish, Refor, Raffano, Green oder einfach Meerrettich. Feuer, Wasser, Erde, Luft vereinen sich zu einem Duft, der verwendet mit Bedacht deine Speise schmackhaft macht, der die Atemwege reinigt, wenn dich mal Erkältung peinigt. Derart möge auch dein Denken hier auf Erden Heilung schenken, es sei meinen Dämpfen gleich, anregend und segensreich, auch mal beißend bei Bedarf und vor allem immer scharf.